Ey Leute, während er so diese Box aufmacht, frage ich mich die ganze Zeit, ob seine Augenbrauen von der Fluggesellschaft Turkish Airlines gesponsert sind. The best fly with Europe's best Mainstream-Schwuchtel. Turkish Airlines. Was geht ab, Leute? Und zwar, ihr seht jetzt wieder ein Wickel-Video. Und der Typ wird mir zwar immer unsympathischer, aber wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, nimmt das alles nicht so ernst. Das ist wie gesagt alles Ironie. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann würde ich nur noch sagen, auf Jungs, gönnt euch. Auf jeden Fall, wir sehen heute das Video, der dümmste und teuerste Kauf von dem Typen, dessen Augenbrauen größer sind als seine Zukunft. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Was geht ab, meine lieben Wickels? Ich bin's, Wickels. Ihr habt den Titel gelesen. Ja. Mein dümmster Einkauf, ne? Bruder, du hast gegelte Schamhaare auf deinem Kopf und Augen, die aussehen wie Taubogaflügel. Also der Einkauf wäre das, wo ich mir am wenigsten Sorgen machen würde. Ja, ihr habt auch am Thumbnail schon gesehen, eine Louis Vuitton-Tüte. Leute, mir ist aufgefallen, ich war auch mal so bei Louis Vuitton einkaufen und ich habe da einfach keine Tüte bekommen. Da ist mir so aufgefallen, dass man ja beim Bazar keine Tüten bekommt. Was dort drin steckt, wollt ihr bestimmt alle sehen. Nein, Bruder, ich bin auf das Video gegangen, weil ich sehen wollte, ob du Werbung für einen Augenbrauenrasierer machst. Neu, Sensitive Precision, der erste Beauty-Styler für YouTube-Mainstream-Schwuchtel. Und ihr wollt auch bestimmt wissen, warum das so dumm von mir war. Ihr werdet es auch gleich sehen, also es ist schon einerseits dumm. Leute, ich weiß noch, als ich so einen richtig dummen Einkauf hatte. Hier passen Sie auf, hier haben wir ein originales Polo-Shirt, was sehr gut verarbeitet ist. Und hier ein gefälschtes Versace-Shirt, was 5 Euro kostet und sehr billig verarbeitet ist. Außerdem merkt man wirklich, dass es fake ist, weil es so real aussieht wie eine kurdische Staatsbürgerschaft. Da wusste ich natürlich, wofür ich mich entscheide. Geben Sie mir 10 davon. Am Ende hat sich herausgestellt, dass beide Shirts fake waren. In der Tüte sind 2 Sachen drin, und zwar ein Umschlag von Louis V. Leute, dieser Umschlag allein ist locker schon mehr wert als mein ganzer Kleiderschrank. Wo das Kassenzettel drin steckt. Bruder, dein Deutsch rasiert ja mehr als der erste Beauty-Styler für YouTube-Mainstream-Schwuchtel. Mit so einem Louis V-Bände und diese kleine Box ist auch von Louis V natürlich. Leute, der Kerl sagt 10.000 Mal diesen Markennamen. Er denkt auch so, er kann mit Markensachen pushen. Jeder weiß ja, dass ich der Einzige bin, der das kann. Also, die Uhr hier ist von Gucci. Die hier ist von Armani. Das Shirt hier ist von Polo. Die Brille hier von Ray-Ban. Und Hugo Boss. Also jetzt mal ganz ehrlich. Du denkst auch, du kannst mich jetzt Louis Vuitton. Oh mein Gott, fick mich bitte. Oder sollte ich eher sagen, Louis Fake Tom? Und jetzt würde ich einfach mal sagen, öffnen wir diese kleine Box. Und ja, let's go. Ey Leute, während er so diese Box aufmacht, frage ich mich die ganze Zeit, ob seine Augenbrauen von der Fluggesellschaft Turkish Airlines gesponsert sind. The best fly with Europe's best Mainstream-Schwuchtel. Turkish Airlines. So. Hier noch so ein kleines Band, wo man die Box schneller öffnen kann. Leute, der Typ meint ja in so einem Video irgendwie, dass er 17 Jahre alt ist und nächstes Jahr seinen Realschulabschluss macht. Das heißt, er ist jetzt mit 17 in der 9. Klasse. Dann wundert mich das schon irgendwie, dass er überhaupt die Box aufkriegt, weil ich glaube, der Typ kann nicht mal Mandalas ausmalen. Und es ist eine Kette, Freunde. Eine Silberkette. Ich bereue es schon auf jeden Fall. Ich meine, die Kette hat 450 Euro gekostet. Wartet mal, der Typ hat jetzt 450 Euro ausgegeben für einen Schlüsselanhänger, der aussieht wie mein Toilettenschlüssel. Ey, ohne Spaß, was glaubt ihr, wie mein Vater reagieren würde, wenn ich sowas gemacht hätte? Boah, aber guck mal, ich habe hier so eine Versace-Kette gekauft für 450 Euro. Wie findest du die? Warum, nachdem ich dein hässliches Gesicht gesehen habe, hätte ich nie mehr gedacht, dass ich nochmal sowas Hässliches sehen werde. Und das habe ich schon bei deiner Geburt ausgeschlossen, du Peach. Ey, diese Vaterliebe ist einfach zu real. Ist sie halt wirklich. Geh mal jetzt, ich muss kacken. Wisst ihr was, Leute? Edit mich bei Snapchat. Geh mal jetzt, ich muss kacken. Leute, ich habe ganz vergessen zu sagen, wenn ihr in meine Snapchat-Story kommen wollt, edit mich bei Snapchat und schreibt mir Hashtag Toilettenschlüssel. Ich screen das dann und ihr kommt in meine Story. Yalla, Jungs, viel Spaß noch. Ich will jetzt auch nicht so wie die ganzen Mitläufer-YouTuber sein und mir so eine Versace-Kette holen für 600 Euro. Ihr wisst halt, welche ich meine. Leute, der sagt, er will nicht wie diese ganzen Mitläufer-YouTuber sein, macht aber den größten Mainstream-Content, den es gibt auf YouTube. Tu, Alter, kauft ihr mal lieber Ehre für 450 Euro. Silberkette, Schlüsselanhänger, übel Baba zusammen. Ich meine, Alter, das ist zu krank, Alter. Ey Leute, ich frag mich gerade irgendwie die ganze Zeit, glaubt ihr, man kann mit der Kette auch Frauen klar machen? Hey Baby, glaubst du, ich kann mit diesem Schlüssel hier dein Herz öffnen? Oh. War ja klar, dass es klappt. Ist ja auch ein Toilettenschlüssel. Was, wenn die Frau Danny the Greek wäre? Hey Baby, glaubst du, ich kann mit diesem Schlüssel hier dein Herz öffnen? Nein, aber damit kannst du bestimmt dein Postfach öffnen, wenn die Tage die Anzeige wegen sexueller Belästigung kommt. Insider, meine Freunde.